Schneematsch. Glatteis. Eisregen. So wird das Auto fit für den Winter. Erster Check, die Reifen. In Deutschland gibt es eine situative Winterreifenpflicht. Bedeutet, bei winterlichen Straßenverhältnissen muss das Auto Winterreifen haben. Diese sollten höchstens 6 Jahre alt sein. Wichtig, seit diesem Jahr gibt es eine neue Regel für Winter- und Ganzjahresreifen. Und dieser zählt nur dann als Winterreifen, wenn Sie eine Schneeflocke mit Bergsymbol auf dem Reifen aufgeprägt haben. Sollte dieser nur ein MS-Symbol haben, ist dieser nicht mehr als Winterreifen zulässig. Somit verlieren Sie unter Umständen Ihren Versicherungsschutz oder riskieren ein Bußgeld. Bei einem Unfall drohen bis zu 120 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. Zweiter Check, die Scheiben. Im Winter besonders wichtig, eine gute Sicht. Fahrer sollten dafür regelmäßig die Scheiben innen und außen reinigen. Die Scheibenwischer sollten keine Schlieren bilden. Sie gehen seltener kaputt, wenn sie nachts auf einer Isolationsfolie liegen. So frieren sie nicht an. Dritter Check, Beleuchtung. Wichtig auch Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Blinker und so weiter. Vorne unbedingt darauf achten, dass die Einstellung nicht so hoch ist, nicht, dass der Gegenverkehr geblendet wird. Einstellungen können immer alle Werkstätten vornehmen. Vierter und letzter Check, das Zubehör. Sie sollten im Winter immer dabei haben, einen Eiskratzer, einen kleinen Handbesen, eine Taschenlampe, Scheibenfolie, Scheibenfrostschutz und eine Jacke oder Decke. So sind Sie auch weiter sicher in Bayern unterwegs.